Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Publikation in Nature Communication vor. Es geht um SARS-CoV-2, wie gut nicht pharmazeutische Interventionen die Ausbreitung aufgehalten haben, von Golier und Coworkers in Nature Communications. Der freie Zugang zu Antigen-Schnelltests und das Tragen von medizinischen Masken haben im Winter 2020/2021, als noch keine Impfstoffe allgemein zur Verfügung standen, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Deutschland am effektivsten verlangsamt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam in Nature Communications, das sich einer Methode aus der Evolutionsbiologie bedient. Die phylogenetische Bayes-Analyse benutzt die genetischen Veränderungen eines Lebewesens, um seine zeitliche Ausbreitung zu verfolgen. Wenn diese Ausbreitung ungehindert erfolgt, treten neue Varianten in den benachbarten Regionen frühzeitig auf. Bei einer kompletten Quarantäne würde dies verhindert. Eine Quarantäne hat SARS-CoV-2 weder auf Kreuzfahrtschiffen noch landesweit in China aufhalten können. Es gab jedoch während der Pandemie zahlreiche andere nicht pharmazeutische Interventionen. Ob und wie stark sie gewirkt haben, ist auch unter Experten umstritten. Ein Team um Alice McCarthy vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat jetzt eine wissenschaftliche Bewertung mit der phylogeografischen Bayes-Analyse vorgenommen. Daten zur genetischen Entwicklung von SARS-CoV-2 standen ihnen reichlich zur Verfügung. Die Datenbank GISAID hatte bis Juni 2023 1.819.996 Sequenzen von SARS-CoV-2 gespeichert. Die Untersuchung betrifft den Zeitraum von Oktober 2020 bis April 2021. In dieser Zeit hat sich die Alpha-Variante von England ausgehend in Europa ausgebreitet und dabei frühzeitig Deutschland erreicht. Die Behörden haben in Deutschland verschiedene nicht pharmazeutische Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung zu verhindern. McCarthy unterscheidet 12 Maßnahmen von Versammlungsbeschränkungen im Oktober 2020 über einen partiellen Lockdown im November und einen kompletten Lockdown im Dezember über Einschränkungen des Bewegungsradius im Januar, Grenzschließungen nach Tschechien und Tirol im Februar bis zu Tests an Flughäfen im März. Nach der phylogeografischen Bayes-Analyse haben die Maßnahmen die Ausbreitung der Viren in unterschiedlichem Ausmaß verlangsamt. Die höchste Effektivität erzielten der Studie zufolge die ab 8. März eingeführten kostenfreien Schnelltests. McCarthy ermittelt eine Daily Effectiveness Measure, DEM, von 31. Die zweitwichtigste Maßnahme war mit einer DEM von 24 die Verschärfung des Maskentragens in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften. Seit dem 24. Januar wurde das Tragen einer chirurgischen oder FFP2-Maske anstelle des zuvor vorgeschriebenen Tragens jeglicher Art von Maske zur Pflicht. Darüber hinaus haben die am 11. Januar 2021 eingeführten Maßnahmen, zu denen die Beschränkung von Bewegungen auf einen Umkreis von 15 Kilometer, die Beschränkung von Zusammenkünften auf höchstens eine Person aus einem anderen Haushalt und eine Testpflicht für alle Reisenden aus Risikogebieten eine gewisse Wirkung erzielt. Die geringste Schutzwirkung erzielten Grenzkontrollen. Am schnellsten hatten sich die Viren in den Weihnachtsferien ausgebreitet. Dies steht im Gegensatz zu den Erfahrungen mit den saisonalen Grippeepidemien. Diese schwächen sich in den Ferien ab, weil die Kinder nicht in der Schule sind. Kinder sind bei der Grippe ein wichtiger Überträger, weil sie die Altersgruppe mit dem geringsten Immunschutz sind. Ältere Menschen haben noch einen Restschutz von früheren Epidemien. Bei der Corona-Epidemie war das anders. Alle Altersgruppen waren empfänglich für den neuartigen Infektionserreger. Weitere Informationen und Ergebnisse erhalten Sie in der frei verfügbaren Publikation in Nature Communications.